Ja, seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo von mir. Und heute soll es mal um meine neue Kamera gehen. Ich habe nämlich heute die Sony ZX-1 dabei als Zweitkamera. Die Normalkamera, die kennt ihr ja. Die habe ich auch natürlich dabei. Moment. Hier, die DJI Osmo Action. Das ist also meine normale, wo ich dann immer so filme. Ich werde 12 Kilometer wandern, vielleicht, mal gucken, ob es soweit wird, denn heute ist natürlich der Hauptfokus auf dem Film und nicht auf dem Wandern. Ich habe schon ein schönes Stück hier gemacht und es ist total schön hier, Bodensteiner Klippen. Wer das noch nicht kennt, kann ich das irgendwie in der Karte, ja, googelt einfach mal nach Bodensteiner Klippen, dann findet ihr es schon. Wir wollen heute, wie schon gesagt, 12 Kilometer wandern, aber Hauptfokus liegt auf dieser Kamera, die jetzt gerade läuft und die ich euch dann auch nochmal direkt zeigen werde. So, und das ist jetzt ungefähr das gleiche nochmal mit der, also die gleiche Position von der Kamera und von mir mit der DJI Osmo Action. Und das ist die Sony ZV-1, die ich mir jetzt zugelegt habe als Zweitkamera. Da ist gerade ein Ast runtergekommen. Jetzt gruselig heute hier im Wald. ich habe die jetzt mal hier auf so ein Stativ gemacht. Normalerweise ist die dann halt auch so schön klein. Der Monitor ist drehbar, aber da könnt ihr euch ein Tutorial angucken. Ich habe da auch nicht so die Ahnung. Ist schön klein, kompakt und für meine Zwecke genau richtig. Ich werde mal ein paar Videoaufnahmen damit machen, damit ihr mal den Unterschied ungefähr vielleicht seht. Und auch die Tonqualität, weil ihr seht, hier ist so ein kleiner Deadcap drauf, so ein kleiner Windschutz. Und vorhin war es auch schon mal ganz schön windig. Wir wollen mal gucken, wie da die Unterschiede sind. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ach so, viel Spaß bei dem Video. Ja, sind jetzt gerade losmarschiert vom Parkplatz, den habt ihr ja gerade gesehen. Und wir marschieren jetzt hier mal so ein bisschen durch den Wald. Die erste richtige Wanderung in diesem Jahr. Sind nur 12 Kilometer, habe ich vielleicht im Eingang schon erwähnt. Und ich werde mit beiden Kameras filmen, damit ihr mal so ein bisschen den Unterschied seht. Vielleicht mache ich das so, dass ich unten einblende, ob das jetzt die DJI ist oder die Sony. Mal gucken. Dann habt ihr so ein bisschen den direkten Vergleich. Das jetzt mal zum Vergleich mit der Sony-Kamera. Ich gehe jetzt gegen das Licht. Eben bei der Osmo habe ich da gar nichts gesehen. Und hier, das ist schon ganz ordentlich. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt noch, aber also ich muss sagen, viel schwerer ist sie erstmal nicht. Ich habe sie euch auch gezeigt oder zeige sie euch gleich noch. Das ist alles ganz in Ordnung soweit. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wie lange ich hier mit aufnehmen kann, wie lange so ein Akku hält. Das ist also sozusagen ein Test. Und das in dieser wunderschönen Umgebung der Bodensteiner Klippen ist natürlich schon perfekt. Also, schauen wir mal, was die beiden so drauf haben. Ich meine, die Osmo Action kennt ihr ja. Die Sony ZV-1 noch nicht. Ich auch nicht. Ich muss mich doch erstmal ein bisschen mit eingrooven, damit das dann beim nächsten Paddelvideo oder Wandervideo auch richtig sitzt. Also ich sag mal, Bildausschnitt ist eigentlich schon ganz okay. Kann ich, glaube ich, mit leben. Okay, wir gehen jetzt hier den Weg lang, den wir letztes Mal, wo ich mit Zordern gewandert bin, sind wir genau in die gegengesetzte Richtung gegangen. Das heißt, wir hatten einen anderen Startpunkt, diesmal von dem Parkplatz, ziemlich weit oben. Jetzt gehen wir mehr oder weniger runter. Ich bin sehr gespannt. Ja, so sieht das Ganze übrigens aus, wenn ich das die Kamera direkt in die Hand halte oder in der Hand halte und mich filme. Einfach nur so mit der Kamera in der Hand. Ist ein bisschen, wahrscheinlich bin ich jetzt ziemlich nah dran. Es gibt auch noch Objektive, die man davor setzen kann, damit man so ein bisschen mehr den Weitwinkel kriegt. Aber genau das will ich ja nicht. Ich will ja die DJR weiter nutzen für die Wanderaufnahmen. Und diese Kamera eher für Nahaufnahmen und Tiere und sowas. So ist der Plan. Aber ihr wisst ja, sowas kann sich auch schnell mal ändern. Hinter mir ist jetzt der sogenannte Gerolstein-Schornstein.
ein Felsen. Und ja, klettern darf man da wohl nicht. Aber naja, klettern ist auch nicht so meine Sache. Wir gehen jetzt hier weiter an diesen Felsen vorbei, um dann irgendwann zu den Buntsteiner Klippen zu kommen. Ja, es läuft eigentlich ganz gut bisher. Das ist wirklich mal eine Herausforderung für die Kamera. Hört ihr die Bienen, die da am Summen sind da oben? Ich bin mal kurz leise. Ja, das war jetzt wirklich krass. Da oben ist ein Bienennest in der Fichte drin. Oder Kiefer. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich bin da ein bisschen mit der Kamera rangekommen. Ist natürlich ein super Test. Einmal vom Ton und einmal von dem Zoom. Mal gucken, ob man was erkennen kann auf dem Video. Wenn nicht, kann ich ja auch noch ein bisschen nachbearbeiten. Ja, coole Nummer. Und die ersten Baumhindernisse dieses Jahr. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ist das überhaupt ein richtiger? Ist das überhaupt ein Weg hier? Wahrscheinlich sowas ähnliches. Ja, ist einfach schön hier. Der Wald total ursprünglich und die Wege alles nur so Trampelpfade, wie ich sie liebe. Wie ihr sie wahrscheinlich auch am liebsten mögt. Ja, wir werden jetzt hier mal ein bisschen rumdüsen und vielleicht mal ein bisschen schönes einfangen auf der Kamera. Die Bienen hatten wir ja schon. Die waren schon mal ziemlich cool. Wir sind eigentlich noch nicht weit gekommen. Vielleicht so einen Kilometer. Also, 12 Kilometer werden es heute mit Sicherheit nicht werden. Aber Freunde, Strecke machen ist auch heute überhaupt nicht das Ziel der Reise, sondern einfach mal ein bisschen schön bewegen in der Natur, genießen, ein bisschen schöne Sachen sehen. Das ist heute eigentlich das Ziel. Ja, so ist der Plan. Ja, die Kommodenfrau sagt jetzt, ich soll diesen Weg nehmen, aber hier ist ein Zaun. Aber vielleicht darf man da trotzdem durchgehen. Sieht mir allerdings sehr nach Privatgrundstück aus. Moment mal. Kann man hier durch? Nö, hier ist abgeschlossen. Hier ist zu, Kommodenfrau. Was machen wir nun? Müssen wir mal sehen, dass wir eine Alternative finden. Jetzt habe ich es. Hier, der Weg ist gesperrt. Das ist auch auf der Karte so. Aber der Weg hier nicht, dieser kleine Trampelpfad, der ist nicht gesperrt. Den können wir gehen. Ja, jetzt sind wir hier an den Sofaklippen. Recht schattig, Gegenlicht. Mal gucken, was die Kamera so macht. Und wow, mal gucken, was ich so mache. Es könnte sein, dass hier dieser Durchgang ist. Bis da. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und es könnte sein, dass wir schon wieder verkehrt gehen. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ach, total cool. Ich liebe diese Gegend hier. Guckt euch das mal an. So,
Jetzt habe ich mich mal auf den Rückweg gemacht. Wir haben ein bisschen was gefilmt, sind ein bisschen gelatscht, aber nicht weit, ein paar Kilometer nur. Aber es war ja vor allen Dingen für mich ein Test von der neuen Kamera. Wie das Ganze geworden ist, werde ich jetzt natürlich erst nachher sehen bei der Videobearbeitung. Und ich hatte mir gedacht, dass ich vielleicht so ein kurzes Fazit dann nochmal nach der Videobearbeitung mache und das einfach hinten dran schneide. So ist der Plan. Und dann kann ich auch schon mal überlegen, wie ich bei meinen Kajak- und Wandertouren das in Zukunft machen werde. Ich denke mal, die Aufnahmen sind ganz gut geworden. Wie schon gesagt, kann ich erst gleich was zu sagen. Also bleibt dran, gleich kommt das Fazit. Und da sind wir schon, im ersten Fazit für die neue Kamera, für die Sony ZV-1. Ich bin sehr zufrieden damit. Es hat alles wunderbar funktioniert. Aufnahmen sind gut geworden. Ich muss noch ein bisschen daran arbeiten, an meinem Umgang mit der Kamera. Das ist aber ganz normal, dass ich da noch ein bisschen besser mit klarkomme. Die Bilder sind gestochen scharf und schön. Genau das, was ich mir so erhofft habe. Und vor allem, ich kann ranzoomen, ich kann Detailaufnahmen besser machen als mit der DJI Osmo Action. Und so wird diese Kamera, die Sony ZV-1, auf jeden Fall meine Zweitkamera werden. Das heißt, beim Kajakfahren und beim Wandern werde ich die immer irgendwo in der Tasche haben. Und wenn ich mal was Spezielles aufnehmen will, dann werde ich diese Kamera jetzt nutzen. Und auch die Fotos für die Thumbnails und so werde ich damit machen. Ich werde diese Kamera aber nicht als alleinige Vlog-Kamera bzw. Filmkamera nutzen. Denn dafür ist sie mir einfach ein bisschen zu umständlich. Da ist die DJI doch ziemlich viel einfacher, sage ich mal, von der Bedienung. Da drücke ich drauf und dann geht's los. Aber ich hoffe, dass ich die Videos in Zukunft mit dieser Kamera hier ein bisschen aufwerten kann und einfach auch mal so Sachen machen kann, die mit der Osmo Action nicht möglich waren. Wie zum Beispiel Tiere, wenn da so eine Ente auf dem Fluss rumschwimmt, dass ich die mal ranzoomen kann und so. Das will ich mit dieser Kamera machen. Ich denke, da ist sie genau die richtige für. Warum habe ich mir diese Kamera geholt? Ich habe mir viele, viele Tutorials, Videos und ähnliches angeguckt. Und im Endeffekt hat mich der Preis natürlich auch beeinflusst, weil die ist noch im Preisrahmen um die 600-700 Euro, und ja, die ist schön klein, die kann ich überall mitnehmen, die nimmt nicht viel Platz weg. Ja, das war natürlich auch noch ein großer Faktor für mich, denn ich will auf das Film nicht den Fokus legen, sondern ich möchte wirklich das Erlebnis mit euch teilen, und dafür denke ich mal, ist diese Kamera genau richtig. Es wird die Zukunft zeigen, wie oft ich sie anwende. Ich denke, sehr, sehr oft. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht jetzt, obwohl es relativ kurz war für meine Videos, also für meine Standard. Und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit und sage, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron.